Yo Freunde, ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Heutiges Video ist für mich wie immer eine Herzensangelegenheit, denn es geht um das Thema Akne. Und der liebe Emir war so extrem freundlich, mir und euch da draußen seine Geschichte, seine Leidensgeschichte mit dem Thema Akne einmal zu erzählen. Er hat das Ganze wirklich extrem detailreich gemacht. Ich danke dir hier nochmal öffentlich, Emir, vielen, vielen Dank dafür. Hat mir extrem geholfen, weil ich auch sehr viele Parallelen zu deiner Geschichte und meiner Geschichte eben ziehen konnte. Also dahingehend vielen, vielen Dank. Und ich habe das Ganze jetzt in zwei Teile gesplittet. Quasi heute kommt der erste Teil online, am Sonntag kommt der zweite Teil. Ja, ich hoffe, dass ihr da draußen irgendwas davon mitziehen könnt. Es war wirklich extrem schlimm und ich hoffe, Emir, dass es bei dir ab sofort bergauf geht. Und euch da draußen wünsche ich jetzt ganz viel Spaß. Und falls du eine Geschichte hast, die du mit mir teilen möchtest, kannst du mich gerne bei Instagram direkt anschreiben unter dem Namen Samuel Lift. Ansonsten jetzt ganz viel Spaß und ja, Freude und eventuell Mitgefühl beim Zuhören von Emirs Geschichte mit seiner Akne. Viel Spaß. Auf jeden Fall war das bei mir so, so siebte Klasse ungefähr. Oder so Anfang siebte Klasse und so war ich irgendwie der, also war ich der Einzige in meiner Klasse, der schon so zwei, drei, vier Pickel oder so hatte, was ich auch gar nicht schlimm fand, was eigentlich so, das war gar nicht so riesig groß, war so ganz kleine, so minimale, so. Hat mich zwar ein bisschen gestört, aber ich bin trotzdem so motiviert, immer jeden Tag in die Schule gegangen, weil ich meine Freunde und so weiter gesehen habe. Ja. Und dann mittlerweile wurde es dann immer so Ende oder Mitte siebte Klasse, gegen Ende siebte Klasse wurde es dann, also ist halt von den kleinen Pickel wurde es dann auf einmal so eine Akne, so eine, nicht so eine schlimme Akne, sondern so eine normale Akne, wie bei anderen Leuten so. Und dann habe ich so gemerkt, what the fuck, okay, also sehen die Leute mich jetzt irgendwie nicht jetzt weniger wert als die anderen, so, weil irgendwie mich dann jeder so in der Schule dann so komisch angeguckt hat. Und dann ist mir irgendwie auf die Idee gekommen, eigentlich auch so Abdeckcreme oder so irgendwie so zu benutzen. Ich habe dann einfach so Make-up genommen, so ganz kleines bisschen so. Bei mir war das dann so, jeden Tag, ich habe dann zum Beispiel, also wo die siebte Klasse dann zu Ende war, bin ich dann in die Türkei gegangen, bla bla, und wo die achte Klasse angefangen hat, bin ich erste Tag von der Schule halt mit Make-up in die Schule gegangen. Ja. Ja. Und das auch niemand gemerkt, so. Krass, also krass. Hat jeder so ganz normal so mit mir geredet, bla bla, so. Und dann, bei mir war das halt auch so, in der Zeit, wo ich sehr, sehr schlimme Akne hatte und so, und halt auch teilweise man gemerkt hat, dass ich so Make-up benutze, konnte ich dann auch nicht mehr in die Gesichter anderer Leute schauen, mit denen reden oder so, dann hab dann immer irgendwie im Bus auf den Boden geguckt oder so. Und da konnte mich auch nie neben irgendwie mit irgendjemandem im Bus sitzen und dann mit dem so Angesicht zu Angesicht reden. Ja. Auf jeden Fall wurde dann so in der Anfang 8. Klasse habe ich dann benutzt, bla 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 bla, und das ging dann so locker ein halbes Jahr so, locker. Und jeden Morgen immer so eine Stunde früher aufgestanden. Bei mir auch, bei mir ganz genauso. Ja. Ich bin auch immer so eine Stunde früher aufgestanden, ich musste erstmal duschen gehen, danach habe ich mein Gesicht gereinigt, dann habe ich die Abdeckcreme drauf gemacht und dann konnte ich erst aus dem Haus gehen. Es hat immer so eine Stunde gedauert, bis ich fertig war. Ja, bei dir war das halt wahrscheinlich so, du hast auch immer dein Gesicht gereinigt. Bei mir, ich habe es einfach so drauf getan. Echt? Und bei mir war das, bei mir war das, ich wusste ja gar nicht, wie man das so macht und so. Ich habe auch niemanden so gefragt. Bei mir war es so, ich konnte ohne Make-up halt nicht rausgehen und bin dann auch teilweise auch gar nicht mehr rausgegangen, so gar nicht mehr. Und mittlerweile so gehe auch nicht mehr so aus dem Haus, so nur wenn ich halt zum Arzt muss, um Blut abzunehmen. Blut, und da ist auch schon sehr, sehr schwer, so, da gehe ich auch immer so mit einer Kapuze oder so. Aber mittlerweile ist es gar nicht mehr so schlimm, ich kann dir auch nachher mal ein Bild schicken oder so. Also bei mir ist so quasi schon so auf dem richtigen Weg so. Ich bin ja erst jetzt ab heute, also heute habe ich den dritten Monat angefangen, also die erste Pille von 30. Bei mir war das halt so, ich bin halt immer jeden Tag so in die Schule gegangen und auf einmal, so Mitte 8. Klasse, haben dann auf einmal Leute angefangen, das zu merken. Und dann waren auch die ersten Fragen von meinem Mitschüler oder so, ey Digga, schminkst du dich? Ey Digga, hast du Make-up drauf? Dann habe ich immer gesagt, ey nein, das sieht nur so aus, oder ich weiß nicht, warum das so bei mir aussieht und so. Ja. Und dann ich sag so, okay und so, bla bla bla. Und dann ist dann halt auch immer so in der Schule so rumgegangen und so, bla bla bla. Und wir waren halt, bei uns gibt's halt so drei Stück und ich war ganz oben so. Bin dann immer auch morgens immer so, während ich auf den Boden geguckt habe oder so, weil ich wusste ja, die wissen das. Und ich habe es halt trotzdem weiter benutzt. Ich bin auch teilweise mit Make-up sogar eingeschlafen, weil ich so müde war. Ja, und es war dann voll, es war sehr, 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 sehr schlimm. Und das hat die Haut
Weißt richtig gereizt. du, Also was das Schlimme ist, wenn du Make-up benutzt? Von Make-up, du machst quasi die Poren zu. Die Poren können quasi nicht atmen. Und du überdeckst quasi die, und die Poren wollen halt atmen und die produzieren dann Teig, damit sie da durchkommen, durch das Make-up quasi. Und du legst da quasi so eine Schicht drauf und die ganzen Poren sind dann quasi verschlossen, die können dann nicht atmen. Und deswegen macht dieses Make-up-Tragen, ich schwöre es dir, meine Akne wurde immer schlimmer mit dem Make-up. Immer, immer schlimmer. Und erst, nachdem Ja, ich bei mir auch. aufgehört habe, Make-up zu tragen, wurde es besser. Irgendwann habe ich aufgehört und dann wurde es besser. Ja, bei mir war es genauso. Dann kamen auch die ersten Mädchen schon zu mir und haben gesagt, ey, schminkst du dich und so vor allen Leuten. Ist krass Und schlimm, ich schwöre, das ist. das war locker vor, ich weiß jetzt nicht, vor so 10 Leuten oder Bei so mir auch, insgesamt. Wir ja. waren, wir saßen, ja. Und dann habe ich so gesagt, so, ey, nein, das sieht nur so aus, bla bla bla. Und die ganze Zeit halt immer so weiter und dann immer wenn ich so aus der Pause, wir hatten halt immer 9 und 11 Uhr Pause. Und immer wenn ich dann nach der Pause die Treppen hochgelaufen bin und so, standen dann immer schon so an den Treppen, an den Seiten so Mädchen und so, haben mich dann so komisch angeguckt. Und eines Tag, also einmal war es sehr schlimm, ich habe auf unsere Lehrerin gewartet, also voll viele von uns. Und die meisten waren halt oben und ich war so unten bei den Treppen. Und dann kam auch so eine Lehrerin, also kam die Lehrerin so langsam, langsam und ich habe dann so gesehen, dass ein Mädchen an mir vorbeigelaufen ist und dann so hoch die Treppen gelaufen ist und dann zu einem anderen Mädchen hingegangen ist und in ihr Ohr was so geflüstert hat. Ja. Und dann hat das andere Mädchen auch mich voll komisch angeguckt. Ich dachte mir so, what the fuck, scheiße. Und dann bin ich dann so ganz schnell zu meiner Lehrerin gegangen, habe dann gesagt, ja, ich muss zu meinem Direktor, bla bla bla. Und dann bin ich halt, also ich bin anstatt zu meinem Rektor dann direkt nach Hause gelaufen und so, weil ich danach von hinten gehört habe, so, ey, trägt der Make-up und so, voll so Ja. schockierend und so, bla bla bla. Und dann, ja, wie soll ich sagen, so ging es dann locker weiter. Ich bin dann jeden Tag morgens aus dem Haus gegangen. Und gesagt, dass ich in die Schule gehe. Bin dann einfach morgens aus dem Haus und bin dann irgendwie zum Sportplatz und so. Von morgens bis halt 12 Uhr, bis ich halt aus habe, habe ich halt dort gechillt. Und Echt, irgendwann, ja? das ging dann auch, ja, es ging dann auch Krass. so eine Woche oder so. Oder ich habe immer gewartet, bis meine Mama los in die Arbeit gegangen ist. Dann, ich habe gesagt, so, ich habe später Schule, ich bin dann gar nicht so gegangen. Und irgendwann fiel es dann auf. Und mein Lehrer und so, ich konnte halt den richtigen Grund nicht sagen, so weil ich mich irgendwie halt immer noch nicht getraut hatte. Und dann eines Tages so, denn dann hat mein Lehrer so, also mein Direktor, mein Lehrer gesagt so, ja, das geht so nicht weiter, bla bla, du bekommst vielleicht sogar einen Schulverweis und so, wenn du noch ein paar Mal schwänzt und so. Und dann eines Tages habe ich geschlafen, hat unten bei uns die Polizei geklingelt, haben mich dann in die Schule gefahren, also die Polizei, die sind dann halt Was? hier auch, ja, weil der Rektor mich dann halt gerufen hat, der Rektor die Polizei gerufen hat, bin dann in die Schule. Also die haben vor der Schule geparkt so und da waren locker so, also bei uns ist so unten Pausenhof und oben so, wenn du die Treppen hochgehst, ein Pausenhof und unten waren da locker so 20, 30 Mitschüler von mir, die haben mich so gesehen, ich hatte ab und so eine Kapuze an und so, das war, da war auch diese schlimme Aknezeit. Und dann sind mich so hoch, jeder hat mich so angeguckt, bla bla bla, mit den Polizisten und so, bin ich dann hoch im Rektorat und hab dann auch mit meiner Kapuze dort so gesessen und so. Ich schwöre, ich hatte nicht mehr den Mut, irgendjemanden in ein Gesicht zu schauen. Ja, Weißt du, ich mein? das ist richtig scheiße, ich schwöre. Es gibt nichts Schlimmeres, Mann. Ja, und ich bin auch zu Hause teilweise nicht mehr, konnte ich nicht mehr in ein Wohnzimmer gehen. So, ich habe teilweise sogar nicht, also, es ist so, es ist dumm, das zu sagen. Ich habe mich teilweise sogar vor meiner Familie geschämt. Ich wollte mich, wenn ich in der Schule auf die Toilette gegangen bin, weil ich wusste ja, dass ich Make-up trage, ich wollte nicht in den Spiegel schauen, weil ich nicht wissen wollte, Ich schwöre, war wie bei mir es gerade genauso. aussieht. Ich schwöre. Ich schwöre dir, ich habe locker ein halbes Jahr nicht ins Spiegel schauen können. Weil das ins Spiegel schauen hat mich so kaputt gemacht, Digga, weil ich, wenn ich mein Gesicht gesehen habe, wie schlimm das aussieht, es hat meinen ganzen Tag zerstört. Ich wollte halt einfach nicht in die Spiegel schauen, weil ich wusste so, ich wollte gar nicht wissen, wie ich so aussehe. Und dann bin ich dann immer so in die Klasse reingekommen. So. Und dann manchmal auch in der Klasse haben die dann so, ich war mitten in der Klasse, war so am Arbeiten und dann so, ey, ich glaube, der hat Make-up, ey, guck mal, ich glaube, der schminkt sich und so, dies, das. Das ist eine Zeit lang nicht aufgefallen. Dann wurde es ja immer und immer schlimmer und so durch das Make-up. Und jetzt zur Zeit bin ich benutzt gar nicht mehr irgendwie so ein Make-up oder so, gar nicht mehr so. Zuletzt irgendwie 12, locker von einem Jahr oder von einem halben Jahr oder so, keine Ahnung. Ich habe jetzt Akne seit 2,5 Jahren oder so und habe. Oder sogar länger und wollte einfach nicht irgendwie dagegen tun. Ich dachte, das geht von alleine weg. Haben auch alle gesagt, so, geht einfach nicht von alleine weg. Akne macht einfach ein Leben kaputt. So. Wir waren halt in der Schule so, bla bla bla. Und dann habe ich halt den Tag geschafft, so, hat da mein Dad mich abgeholt und so. Und dann habe ich zu meinem Dad gesagt, ich kann nicht mehr, ich bin nicht mehr aus dem Haus rausgegangen. Und dann habe ich auch einen Schulabschluss bekommen. Und er hatte dann keine Schule mehr, dies, das. Und dann ging es nicht mehr. Es ging nicht mehr und ich habe recherchiert.
was dagegen hilft. Ich habe tausende Gesichtsmasken gekauft, was du wahrscheinlich auch gemacht Ja, hast. ja, ja. Ich habe tausende Gesichtsmasken gekauft, tausende Reinigungsdinger und so, alles so, Ja. Rosenwasser und sowas auch anscheinend auch sehr, sehr anscheinend hilft. So hat absolut nichts. Alles, das hat quasi die Masken, haben es quasi sogar schlimmer gemacht, so kann ich eigentlich sagen. Und dann konnte ich nicht mehr, konnte ich nicht mehr und ich konnte nicht mehr runter. Ich bin teilweise, ich habe teilweise sogar lieber verhungert, so, anstatt so runterzugehen, irgendwas zu essen, weil manchmal, wenn auch meine Moms Freundinnen gekommen sind, konnte ich nie runter, weil ich nicht wollte, dass sie mich so sehen, so. Und so, keine Ahnung, ich weiß, die würden es zwar akzeptieren, so, die würden nichts sagen, aber ich traue mich halt einfach so generell so gar nicht mehr. Und ich habe auch mein Selbstbewusst verloren und ich habe Angst, so, jetzt in 3 Monaten ist ja quasi die Akne hoffentlich vorbei bei mir. Und bei mir ist jetzt so gerade schon sehr, sehr gut. So, man sieht auch nur noch so, wie bei deinem 3-Monats-Update. Ja. Genau, das ist genauso wie bei dir so, es sieht genauso gerade bei mir aus. Und ich weiß ja, dass es so gleich, also fast vorbei ist so, und ich habe dann Angst, also ich lebe immer noch mit der Angst, Leuten nicht mehr ins Gesicht schauen zu Ja. können, weil halt ich denke immer noch, dass ich so kein Selbstvertrauen mehr habe und so, weil wenn ich so rein out habe, dann könnte ich so jeden so halt mit dem chillen, könnte mit meinen Freunden rausgehen, ich könnte mich mit meiner Freundin treffen, Ja. was ich mittlerweile immer noch nicht kann, weil also wir haben jetzt so leider Schluss gemacht, aber ich habe zu dir gesagt, aber im Dezember, weil dann meine Therapie ja vorbei ist, weil dann hoffentlich die Akne schon weg ist, habe ich Ja. zu dir gesagt, wir können uns gerne im Dezember treffen an meinem Geburtstag, weil ich habe am 23. Dezember einen Geburtstag von mir. Ja. Ja, und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren, so was dagegen hilft. Und dann hat mein Bruder zu mir gesagt, ja, mein Arzt heißt bla bla bla, dies, das und so. Und dann habe ich halt dort angerufen und hab mich dann von meinem Dad halt dorthin fahren lassen. Und ich hatte halt einen Termin um 12 Uhr und bin dann dorthin. Und wir haben es als erstes nicht gefunden. Ich habe dann zu meinem Dad gesagt, ja komm, scheiß auf, lass einfach gehen, so. Und dann haben wir es doch gefunden. Und dann bin ich dorthin mit so einer Kapuze. Es war 40 Grad locker. Ich bin dann so mit so einer Kapuze dort, ich war der Einzige mit Kapuze, weil ich wollte halt mein Gesicht so verstecken. Ja. Und man hat auch dann meine Akne nicht mehr so hart gesehen. Und dann habe ich gesagt, so, ja, ich habe einen Termin, alle haben mich angeguckt, weil so 40 Grad ist so richtig heiß. Alle haben mich so angeguckt, dann habe ich gesagt, so, ja, ich habe einen Termin, bla bla. Und dann habe ich halt mit so einer Ärztin gesprochen und die hat dann gesagt, so, hat mein Dad zu mir, hat halt mein Dad mit ihr gesprochen und hat halt gesagt, so, ja, bla bla bla, mein anderer Sohn war auch hier, der hat auch so eine Tablette verschrieben bekommen. Ich so, ja, ein paar Freunde von mir benutzen das auch, kann ich das vielleicht auch benutzen? Und dann haben die gesagt, so, ja, wie ist das? Wir fangen erstmal mit 10 Milligramm an, die Tabletten sind sehr, sehr stark so.